Doppel-1. Sechs Punkte. Ja, er läuft zumindest noch nicht sofort weg, aber das ist halt eine langfristige Aktion, ne? Oder Heilkunde Seele würde eben auch funktionieren. Weißt du was? Ich meine, ist ja schon fast Abend, da würfel ich mal. Nochmal Aber leider neu? nicht. Nee, Ach so, ist der Glück. erste Wurf. Na, Glück. Genau. Schicksalspunkt. Den hast du jetzt ja wieder, glaube ich. Stimmt, dann wir. Schicksalspunkt. Die Alle neun 15. Punkte über. Ja, wie gesagt, der läuft ja erstmal nicht weg. Und so könnt ihr alle gemeinsam? Fragezeichen? Oder will jemand hier bleiben? Nein, Fragen wir ich so. möchte nicht mit auf Boltax Date. Ah, okay, du Oh, bleibst an Bord des danke. Er Schiffes. hat Ich sein auch nicht. eigenes Date. Das Problem ist, wenn Rafim das Schiff verlässt, dann habt ihr ein anderes Problem. Oh ja, da war ja was. Haben wir neue Freunde? 49 von denen. Gut, so könnt ihr wieder in Richtung des Schlundes gehen. Jalan ist sich aus irgendwelchen Gründen besonders sicher des Schrittes, war er doch wohl schon hier. Die Wendeltreppen nach oben, die in den schwarzen Stein gehauen wurden, die standen. Und so steht er dann irgendwann nach grob einer Dreiviertelstunde des Marsches erst durch ein Villenviertel, zumindest ein etwas bessere und größere Häuser und etwas größere Vorgärten, bis sie dann vor einer Mauer steht, die wohl nachträglich eingearbeitet worden ist und die Gebäude, die dahinter sich befinden, wohl besonders schmutz- und dreckstarrend aussehen. Es gibt in einiger Entfernung, ihr würdet grob sagen, 30, 40 Meter entfernt, noch ein paar Wachen, die dort feixend umherstehen und dann zu euch blicken. Auf der Hauptstraße. Sie selber werden aber auch nicht am Tor Wache stehen oder da irgendwie den Eingang des Schlundes bewachen. Aber wenn ihr euch ein bisschen umseht, könnt ihr tatsächlich erkennen, wie da wohl eines der Gebäude leer steht und ein kleiner Wimpel der Fexkirche flattert davor im Wind. Oh, sieht mal, ich glaube, das ist das Grundstück. Seht denn mal an. Solch ist das Ansehen der Fexkirche, dass sie einfach nur ihren Wimpel draufstecken müssen und schon werden sie in Ruhe gelassen. Nun, ich gehe davon aus, dass es schon davor in ihrer Hand gewesen ist. Vermutlich. Nicht der Punkt. Jedenfalls, ich möchte, dass niemand, ich blicke dabei vor allem den Jungen an, sich von uns entfernt. Wenn ihr in irgendeine Gasse lauft, seid ihr vermutlich schneller tot, als wir euch wiederfinden. Verstanden? Gut. Ich hoffe, du erwartest von ihm kein Ja, weil er versteht dich immer noch nicht. Ich rede auch mit dir. Ach, der Kalla, dem vertraue ich, der läuft mir hinterher. Gut, also ihr könnt ja draußen bleiben und ich gehe mit Angosminia einmal hinein und wir schauen uns den Baufortschritt und alle wesentlichen Aspekte an. Angosminia, wollen wir vielleicht hineingehen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, also er riecht schon ganz schön ekelhaft drin. Also, Geruch aus den Schmieden kenne ich, aber das ist ja schon mehr so verbrannt. Alles, was da drin ist, riecht nach verbrannt. Was ist hier passiert? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal einen Passanten anhalten. Heda, was ist in dem Haus passiert? Ah, hat's gebrannt! Da hat's gebrannt. Okay. Überall gebrannt! Was war denn los? Hier hat's gebrannt! Hast du ein bisschen Boronhauch für mich? Nein, frag mal die Alan. Ich gebe dem Mann eine Münze und scheuche ihn weg. Eine kleine, hier, so ein Eisenkreuz oder so. Ihr könnt sehen, wie jetzt 10 Gestalten auf euch zukommen. Und sie sehen allesamt sehr aggressiv aus, als würden sie ihr Viertel verteidigen wollen. Eine Anführerin mit einer Augenklappe und besonders buschigen Haaren trägt wohl ein Sonnenzepter, einen schwarz angemalten Streitkolben in der Hand. Und scheint tatsächlich die Anführerin zu sein. Ein ehemaliger Wappenrock, vielleicht von einer Sonnenlegion oder so. Zumindest ist ein Preios Auge drauf. Auch stark verrußt, die Kleidungssachen sehen einfach zusammengeklaubt aus. Ey, was wollt ihr hier? Alltags, willst du da so nicht? Ja, einen wunderschönen guten Abend, junge Dame. Ich bin der neue Eigentümer dieses Hauses hier und hier wird ein Waisenhaus entstehen. Habt ihr ein Ja. Problem damit? Seid ihr von der Fexkirche? Ich habe die Fexkirche beauftragt. Warum? Ist das Wie, warum? Ich habe. irgendein Ding, was ihr hier abziehen wollt? Nein, ich habe gehört, hier gibt es eine gewisse Problematik, dass viele junge Kinder ihre Eltern verloren haben. Und weil ich ein Zwerg mit einem Herzen aus Gold bin, dachte ich, also nicht wortwörtlich, mein Herz ist nicht aus Gold, ist eine Redewendung. Weil ich ein Zwerg bin, der Mitgefühl zeigt, habe ich Wo mir ist der gedacht, Haken?
Wo ist der Haken? Muss es einen Haken geben. Nein, es gibt keinen Haken. Du verarschst uns. Der Haken ist, dass die Götter gnädig sind. Ich nur brauchen ihre Diener manchmal ein klein wenig finanzielle Beihilfe. Ja, versteht? Ich verarsche niemanden. Warum sollte ich auch? Bin mir nicht sicher. Kann man nicht ganz einschätzen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin Boltax. Vielleicht stellen wir uns erstmal vor. Vielleicht können wir ja freundlich miteinander umgehen. Ihr braucht jetzt nicht diesen Streitkolben da herumzuschwingen. Legt ihn doch einmal ab. Ich werde euch nichts tun, wenn ihr mir nichts tut. Keine Sorge, den Streitkolben lege ich nicht ab. Der Schlund ist gefährlich. Da muss man sich bewaffnen. Nicht, dass man von hinten erschlagen wird und so. Ich guck mal auf meine beiden leeren Hände. Nun, ich bin Basilia. Ich bin die Hüterin der Ordnung. Oh, freut mich, euch kennenzulernen, Basilia. Ich bin Boltax. Das sind Yalan. Das ist Diamantis und der Kleine hier. Der heißt, alle von der Fexkirche? Nun, die sind gewissermaßen nur so mitgekommen, weil sie sich hierfür interessieren. Was habt ihr mit unseren Kindern vor? Wollt ihr die verkaufen auf dem Markt? Nein. Wie kommt ihr auf so eine absurde Idee? Ich bitte euch. Ihr werdet nicht die Ersten. Also, ich kann euch mit absolut metaphysischer Gewissheit sagen, dass ich kein Leid an diesen Kindern zufügen möchte. Im Gegenteil, ich möchte ihr Leid mindern. Ich habe in der letzten Arena-Kampfsituation ein bisschen was an Gold gewonnen und ich dachte, ich tue meinen fairen Beitrag und teile meinen Gewinn anteilig mit denen, denen es in der Stadt am schlechtesten geht. Okay. Hier sind nämlich Kinder verschwunden. Was? Hätte ja sein können, dass ihr damit was zu tun habt. Erzählt mir mehr, was ist denn los? Ich kenne euch nicht. Ihr habt mir zwar euren Namen gesagt, aber schon merkwürdig. Warum lassen wir nicht einfach unsere Taten sprechen und wir unterhalten uns noch einmal, wenn... Wollt ihr kämpfen oder was? Nein, wenn dieses Waisenhaus seinen Betrieb aufgenommen hat, damit ihr sehen könnt, dass wir ehrbare Intentionen haben. Bis dahin sind wahrscheinlich alle Kinder schon verschwunden. Und wenn ihr wirklich Angst darum habt, dass eure Kinder verschwinden, dann teilt uns das doch mit. Vielleicht können wir etwas tun. Wir sind nämlich gut im Regeln von Sachen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr seid Helden, oder was? Nun, wenn man uns so nennt, dann ja. Wir haben den schwarzen Drachen bezwungen und den buckligen Xeran. Ach, das sagt mir alles nichts. Es gibt ein Gemälde von Eldan Gorbas. Ein prächtiges Gemälde, wo wir gemeinsam den schwarzen Drachen bezwingen. Kennt ihr das nicht? Nein. Boah, das müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen, wenn ihr in Gareth seid. Ein wundervolles... Selbstverständlich. Also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber wenn ihr Probleme damit habt, dass Kinder verschwinden, teilt uns das doch mit. Wir können vielleicht wirklich helfen. Wir haben kein Geld, um euch zu bezahlen. Ach, es geht uns doch nicht um Geld. Ich habe mehr als genug Geld. Nicht hier, aber so im Allgemeinen. Ich bin kein Grande, aber ich bin auch nicht unwohlhabend. Unsere Währung hier sind Ohren. Abgeschnittene Ohren. Oh, ja, da habe ich auch eins. Warte. Ja, das hier. Das ist das von Gonnech. Gonnech ist ein guter Freund von mir. Zeig ihnen das Ohr von Gonnech, was er mir damals gegeben hat. Ja, sie nickt und öffnet ihr kleines Säckelchen, was sie wohl an dem Gürtel hat. Und du siehst, wie da wohl 10, 15 Ohren drin liegen. Oh, ist das eine tätowiert? Das sieht interessant aus. Ihr habt eine beeindruckende Sammlung. Hey, weg von meinen Ohren. Nein, ich will sie euch nicht abnehmen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Nun, wollt ihr nicht mit hineinkommen in das Haus und vielleicht ein bisschen über die Geschichte des Hauses reden? Ich habe gehört, es sei abgebrannt. Ja, wie so viele hier. Was war denn los? Gab es ein großes Feuer? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber ja. Deswegen ist der Schlund der Schlund. Ich verstehe. Groschminia, was meinst du? Gibt es eine Möglichkeit, das Haus ein bisschen besser auszustatten, sodass es nicht direkt abbrennt? Ich glaube, was sie meint, ist, dass es hier vor langer Zeit, vielleicht durch den Vulkanausbruch oder so, sie schaut mal ein bisschen nach oben zum Wiesra. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das verursacht hat, aber hier hat eine ganze Menge gebrannt. Das ist das ganze Viertel. Und wer weiß schon, wo ein Stadtbrand entsteht. Kann man etwas machen, dass die Häuser nicht so schnell brennen? Was meint ihr? Ja, mittlerweile haben sie ja schon gebrannt. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht nur ein zweites Mal so in Feuer stehen. Das machen Feuer normalerweise nicht.
ein zweites Mal drüber brennen. Versteht ihr? Verstehe, ja, ja, natürlich. Weil die eigentliche Holzschicht von einer Rußschicht umschlossen ist. Das Ruß brennt ja nicht. Das macht Sinn. Nun, in jedem Falle hat mich sehr gefreut, Hüterin der Ordnung oder Wahrerin der Ordnung. Wenn es noch etwas geben sollte, ihr noch etwas auf dem Herzen habt, wendet euch doch ruhig an uns. Ihr könnt uns kontaktieren. Wisst ihr, wo der Hafen ist? Vermutlich, oder? Meint ihr den Alfanischen Hafen? Oder den von Garret? Nein. Den hier in Al-Anfa. Wir liegen noch ein bisschen mit unserem Schiff dort vor Anker. Also, wenn ihr einen Hinweis auf die verschwundenen Kinder habt oder euch noch etwas einfällt dazu und ihr denkt, dass wir helfen können, dann lasst es uns doch wissen. Denn Kinder sind unsere Zukunft, nicht wahr? Sprechen wir mit Vater Firon dann drüber. Das klingt gut. Nun, dann lasst uns doch einmal das Fundament des Hauses begutachten und die entsprechenden tragenden Wände bzw. Stützbalken. Ich möchte doch sicher gehen, dass dieses Haus keine Todesfalle für die Kinder wird. Angroschminia. Geht doch schon mal vor, ja? Ich bin gleich bei euch. Ja. Ja, du kannst das Haus mit Angroschminia begutachten und die ist zwar von dem Geruch hier nicht sonderlich angetan, aber würde das gut, das Haus dann für gut betrachten. Ja, ich sprühe dann auch ein bisschen Stollen Nummer 5 überall in jedes Zimmer. Das wird hier tatsächlich nicht helfen. Also es hilft gegen alles, aber hier tatsächlich nicht. Du brauchst Schmiede Nummer 5, die überlagern sich dann nicht so. Vielleicht ist hier ja Magie am Werk, dass Stollen Nummer 5 nicht wirkt. Guter Punkt. Ich spreche draußen nochmal Marcella an, wenn die anderen gerade eingegangen sind. Sagt Marcella, ihr wollt hier nicht zufällig ein paar, zum Beispiel Ohren verdienen? Immer, für ein paar Ohren bin ich immer offen. Nun seht ihr, ich habe da einen Freund und er würde gern, wenn wir sich im Schlund aufhalten, ohne ausgeraubt zu werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt nicht zufällig ein paar wehrkräftige Männer abstellen, die ihm den Weg zeigen? Tja, könnte man wohl machen. Bezahlt ihr in Ohren oder in Gold? Wie es euch lieber ist. Tja, für ein Silber können wir eine ganze Menge machen. Hervorragend. Dann lasst doch einfach morgen bei Sonnenaufgang ein paar Männer am Firun-Tempel auflaufen. Kann ich machen. Sie werden meinen Freund erkennen. Okay. Und den sollen wir beschützen, ja? Ja. Passt einfach darauf auf, dass ihn niemand absticht, Okay. Er ist ein wenig übereifrig, was sein Glauben an Praios angeht. Bis morgen. Bis morgen. Und dann gehe ich. Nicht hinter Bortax her, ich glaube, ich werde einfach draußen an der Wand lehnen oder so und eine von wie heißt es denn, von Diamanten geklauten Zigarren rauchen oder so. Ich lasse den beiden ihren Freiraum. Gut, was sollen die anderen in der Zeit tun? Ja, ich kehre gerade von der Schmiede zurück, aus dem Schmiedeviertel und würde mal einen kleinen Umweg zum Fextempel mal umgucken. Okay. Ja, Fextempel, wie gesagt, ein dreiseitiger Bau mit einem langen Gang und vielen Türen, die von abzweigen. Und nachdem du ungefähr 10 Minuten gewartet hast, öffnet sich eine der Türen, zwei, drei Händler kommen heraus und ein Wohlfex-Geweihter, der dir zunickt und dich dann hereinbringt. Ich würde wortlos hineingehen. Du schließt dich wieder, kannst Platz nehmen und er nimmt dann ebenso vor dir Platz. Möchtet ihr etwas Tee? Ich wechsle mit euch. Nein, danke. Nun, ich dachte mir, ein stilles Gebet zum Fuchs zu sprechen. Nun, wenn ihr mögt, natürlich. Wobei Fex ein stilles Gebet natürlich auch annimmt, aber Fex das Schotat ist ihm natürlich noch lieber. Ja, nun, hier im Süden hält man es anscheinend etwas anders als bei uns. Dort kann man den Tempel einfach betreten und Platz nehmen. Nun, ihr habt doch Platz genommen. Nun, ja, ich wusste nicht, dass jeder Besucher von einem Geweihten empfangen wird, euer Gnaden. Der Tempel ist nicht groß, aber wir kümmern uns um unsere Schäfchen. Immerhin fließt dabei auch einiges an Gold in unsere Säckelchen. Das verstehe ich durchaus.
Ich möchte da so ein Gebet in Ruhe sprechen. Wenn es euch nichts ausmacht? Das macht uns nichts aus, nein. Ich kann gerne den Raum verlassen und euch für einige Augenblicke hier alleine lassen. Wie gesagt, Fex sieht es, glaube ich, trotzdem gerne, wenn ihr etwas Fexisches tut, anstatt einfach nur die Worte an ihn zu richten. Da habt ihr wohl recht. Nun, ich bin in solchen Sachen nicht so erfahren wie ihr natürlich, aber... Möchtet ihr Hilfe in Anspruch nehmen? Nun, was würde es mich dann kosten? Es kommt darauf an, was ihr mögt. Ein einfacher Ratschlag kann von einer einfachen Kupfermünze ausreichen, bis hin zu, wir handeln auch Informationen im Werte von mehreren hundert Dukaten. Nun, was müsste ich bezahlen, um ungesehen auf den Silberberg zu gelangen? Das kommt darauf an, auf den Weg, den ihr benutzen müsst. Nun, ungesehen heißt ungesehen. Unterirdisch. Möchtet ihr einen Führer haben? Möchtet ihr den Weg alleine tun? Nun, ich bräuchte keinen Führer, aber ich würde diesen Weg auch nicht alleine beschreiten. Dann sagen wir doch einfach pro Person 100 Dukaten. Das ist eine stolze Summe. Und das Versprechen, dass ihr dort niemanden tötet? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Versprechen halten kann. Dann ist dies aber kein fexgefälliges Versprechen. Nun, meine Intention ist natürlich, keinen zu töten, aber man weiß nie, was einem begegnet, nicht wahr? Nun, wenn ihr ein Fexensdiener seid und seine Hilfe in Anspruch nehmen wollt, dann bleibt ihr am besten verborgen. Oder zieht euch zurück. Ist ein kluger Ratschlag, verborgen zu bleiben. Wenn aber ich euch jetzt Geld abnehmen würde, um euch das Meucheln zu ermöglichen, dann wäre das alles nur nicht fexgefällig. Nun, wie gesagt, ich habe keine Intention, jemanden umzubringen auf dem Weg dorthin. Aber ich halte 100 Goldstücke einen horrenden Preis. Wenn ich eure Kleidung richtig deute, seid ihr Schwarzmagier. Gewiss, ich bin in der Bruderschaft der Wissenden, aber was macht das für einen Unterschied? Ich glaube, das macht einen ganz gewaltigen Unterschied. Ich glaube, dass ihr, vielleicht nicht mit euren Freunden, aber dass ihr durchaus Wege finden könnt, nicht mit Fex zu tun haben, aber die euch sehr sicher ans Ziel bringen werden. Nun ja, wir tun euch damit einen Gefallen, wenn ihr uns eure Wege bescheiden lässt. Wenn ihr jemanden umbringt und dabei unsere Wege benutzt habt und dem Tempel eine Spende dagelassen habt, dann rutschen wir alle in die Niederhöllen. Nun, wie gesagt, es ist nicht unsere Intention, jemanden in den Gängen umzubringen. Es geht nicht um die Gänge, sondern auf das Ziel. Ihr wollt ja zum Silberberg. Ich verstehe. Ja, nun ja, wir haben dort Geschäfte zu erledigen. Seht, Magister, allein die Tatsache, dass ihr hier seid und danach fragt, unsere Gänge zu benutzen, um dort eventuell jemanden umzubringen oder nicht umzubringen, ist schon wieder eine Information, die ich an andere weiterverkaufen könnte. Wir reden hier vom Silberberg. Wir reden hier von den Granden, die die Regierung dieser großartigen Stadt bilden. Also 100 Dukaten pro Person. Nun gut, ich muss das natürlich mit meinen Gefährten klären. Bis dahin haltet die Füße still und wenn ihr es könnt, möchte ich, dass diese Unterredung unter uns bleibt. Bis dahin. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Nun, das wird sich zeigen. Vielen Dank, euer Gnaden. Wie war euer Name vielleicht noch einmal? Fexarius. Ja. Hab vielen Dank, euer Gnaden, Fexarius. Und euer Name? Nun, Abelmiria Morenes, so viel kann ich wohl sagen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich so oder so herausfinden. Das ist korrekt, ich wusste ihn bereits im Vorfeld. Ich wollte nur wissen, ob ihr lügt oder einen echten Namen. Ich würde doch niemals lügen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Grindian.
Ja, ich würde dann aufstehen, mich kurz verneigen und den Fex dann verlassen. Ja, du wirst ebenso freundlich verabschiedet wie die Person vor dir. Und du siehst, wie wohl auch schon andere weitere Leute dann hinein wollen zu ihm. Was auch immer da passiert, aber. Dann würde ich zum Schiff zurückgehen, halt wieder normal. Ja, gut. Haben die anderen noch was vor? Ja, jede Menge. Wir fangen erstmal sonst bei Zulamin an. Zulamin würde Rafims Angebot eines Übungskampfes tatsächlich annehmen und steht dann quasi mit ihren Säbeln mit ihm irgendwo an Deck und meint etwas kleinlaut: Ich glaube nicht, dass ich dich besiegen könnte. Also, ich könnte eine ganze Weile um dich herumtanzen, so Raja will. Aber besiegen? Naja, lasst mich euch demonstrieren, was ablaufen wird. Und dann würde ich mit brutaler Gewalt anfangen, Zulamin anzugreifen. Ja, und verwirrt mal beide Initiative. Waffen sind gezogen. Kann Rafim unter Deck überhaupt gerade stehen? Ja, sie stehen auf dem Deck. Nicht die Frage, die ich gestellt habe. Ich glaube nicht. Im Kopf irgendwie abgeknickt. 27, Rafim, du musst ansagen. Ja, du merkst, dass Rafim dich angreifen möchte. Angriff zum Niederwerfen oder ganz normaler Attacke? Erstmal treffen. Ich kenne ja, weiß ja, dass ich die nicht treffen werde. Also ein achter Finte und Feuer. Ich möchte übrigens nur TPA verursachen. Also ich möchte sie nicht umbringen, aber ich möchte ihr halt zeigen, dass das wehtun wird. Achter Finte kann die easy schaffen. Ich habe keine Liturgie an oder so. Nein, hast du nicht. Was ist denn deine Distanzklasse mit der Boron-Sichel? S. Da ich im Halbschwert kämpfe, NS? Zulamin, du kannst es dir aussuchen. Zulamin, du hast die höhere Ini, du kannst dir die Distanzklasse aussuchen. Ja, okay, also da meine Säbel auf S gehen, N gehen, wäre es dann auf N. Ja. Hi. Hi. Ich versuche zu parieren. Würde ich auch, wenn ich so parieren. Du musst aber tatsächlich ausweichen. Also du musst ausweichen. Weil du ein großer Gegner bist. Richtig. Okay. Haben wir noch nie benutzt, aber... Oh Gott. Gut, dass du sagst. Aber das sind die anderen Basaltfäuste nicht, oder? Nicht alle. Vielleicht eigentlich. Nicht alle, manche. Okay, also alles klar. Der Ordensmeister ist ein großer Gegner, ja. Gut, das ist dann eine plus 4. Und wo haben wir es dann? Aber das kannst du schaffen, also ausweichen bist du gut. Ja, ich kann Alan, das schaffen, das stimmt. Der Alan hat auch ein Schild die ganze Zeit. Der Alan hat einen Arm, der hat andere Sorgen. Nirgendwo steht, dass ich keinen Schild an meinen Unterarm spannen darf. Ja, okay. Aber ja, also den Schild daran spannen finde ich okay. So, dann Parade, hopp, oder ausweichen. Entschuldige, hier steht noch irgendwas vom letzten Kampf drin. Einfach würfeln. Ja. Ja, das klingt richtiger. Deine Excel-Liturgie würdest du mich niedermachen. Dann kriegst du die 2W6 plus 9? 8. Warum nur 8? Weil ich. Nein, weil ich nicht in S kämpfe und weil ich im Halbschwert kämpfe, verliere ich 2 Punkte Schaden. Ich wollte gerade sagen, bekommt der wenige Schaden, der. Ja, dann hau rein. Nur jetzt 7. TPA möchte ich verursachen. Ja, TPA, das heißt, wir ziehen erst die Rüstung ab. Hast du Rüstung? Ja. Würde ich dir empfohlen haben vorher. So viel du noch mal. Was ist die Trefferzone? Ja, aber ansonsten. Kann ich dir sagen. Bauch. Würdest du einiges an Rüstung tragen? Da habe ich 6. Dann haben wir 14 minus 6 sind 8. Und dann machen wir daraus TP. A sind 4 SP. Das war der erste. Was will Rafim noch machen? Du merkst, dass Rafim seine Waffe zur Seite streckt. Ach komm schon. Das machen Basaltfäuste auch nicht. Ja, aber es ist auch nicht der Punkt gerade. Gut, dann Zulamin, ja. Was tust du? Ja, ich meine, Zulamin kassiert den Treffer. Er ist zwar nicht so schlimm, wie er sein könnte, aber ja, sie krümmt sich ein bisschen. Und wenn sie sieht, dass Rafim die Waffe senkt. Ja,
Sind genau Angriffe, das meine ich. Sind Angriffe von großen Gegnern eigentlich immer zum Niederwerfen? Nein. Nicht? Nee. Okay, hätte ja sein können. Also, Rafim, was tun wir da oben? Ja, das ist das, was ich hier euch jetzt gerade vorführen wollte. Da sind genug von denen, die sind besser als ich. Wir brauchen einen guten Plan, der anders, was anderes ist, als wir stürmen da rein. Weil ich da vielleicht einen von denen, wenn das gut läuft, vielleicht zwei. Aber nach prügeln die mich tot. Ihr wart doch letztes Mal, ich hab euch in der Arena zugesehen. Und ihr wart sehr schnell. Das ist wahr. Ich wollte eigentlich nicht die Göttin um Hilfe bitten in der Arena. Ich hatte im Vorfeld darüber nachgedacht, aber ich dachte mir, nein. Aber naja, als ich den Pfeil auf mich zukommen sah, habe ich Panik gekriegt und naja, dann habe ich es doch getan. Aber das ist keine Lösung. Also nicht für so etwas. Nein, das wird nicht bis in den Thronraum bringen, aber das wird euch die Zeit geben zu überleben. Was hältst du von der Idee mit den Schwadenbeuteln? Ich bin gut im Dunkeln, im Kampf. Und ja, gilt das für deine Brüder auch? Natürlich nicht alle, aber es gibt ein oder zwei, die sich schon damit auskennen. Es wäre unglücklich, wenn du einen von denen triffst. Und bitte, bitte hör auf meine Warnung. Halt dich von den Goldfäusten und den Marmorfäusten fern. Ja. Das sind Bastarde, die länger als 10 Jahre bei uns im Dienst sind. Eisenharte Frauen und Männer und tut mir leid und du bist ja auch eine gute Kämpferin, aber die werden mit dir den Boden aufwischen. Vermutlich mit mir auch. Wir sind also in erster Linie da, um deine Ehre zu retten. Es zu versuchen. Richtig. Erwartet hier niemand, dass wir siegen. Aber es erwartet jeder, dass wir kämpfen. Mit dir. Denn mehr als wir, die sind besser als ich. Besser als ihr. Aber und sollten wir da nicht irgendetwas tun, was sie überrascht? Also, keine Ahnung, ich kenne den Silberberg nicht wie du, aber irgendetwas, was sie noch nicht gesehen haben, womit sie nicht rechnen? Und ich meine nicht Boltax, mit dem haben sie bestimmt nicht gerechnet. Naja, ihr wolltet doch hier, wie der Grande. Würde mal mit Sulamin oben auf das Oberdeck gehen und den, wenn da noch eine Wache steht, die wegschicken. Verpiss dich! Jawohl, mein Herr. Halt mal meinen Kopf direkt neben ihr. Ihr wolltet ja den einen Granden, mit dem ihr ein ungutes Gefühl habt. Sollten wir nicht den offiziellen Weg gehen? Also, wenn mein Gefühl richtig ist und der Patriarch würde das erfahren, das würde er doch nicht dulden, oder? Ja, ihr überschätzt unseren Einfluss und unterschätzt ihn seinen. Allerdings geschieht, während dort eindringen. Das würde die Basaltfrost ablenken. Tja, mit Sicherheit. Das hat noch keiner gewagt.